Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute haben wir mal eine kleine Zeitreise begonnen, denn wir sind nun in der 1.8 gelandet. Und wir spielen heute mal eine Horror-Map. Ja, richtig, eine Horror-Map. Die Horror-Map ist The Asylum von Sunfury. Ich packe natürlich den Download-Link in die Beschreibung. Settings habe ich alles eingestellt und jetzt haben wir Mental Health Notice. Okay, braucht kein Mensch. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal rein. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Das fängt ja schon mal gut an. Sir. Na, natürlich lässt er uns nicht rein. Schnauze da draußen. Ich will gerade eine Aufnahme machen. Okay. Okay. Ich höre was. Oh. Ne Asylum. Okay, wow. Phone's out. I need to find some help somehow. Okay. Oh, wow. Wir sind da derbe gecrashed. Bin ich gerade. Ernsthaft? Ich krieg von einem Half-Step Fall Damage. Okay. Okay, ich kann nicht springen. Okay, ich kann nicht weiter in den Turm. Das heißt, wir müssen hier lang. Durch eine sehr dunkle Höhle, wo ich nichts sehe. Oh, hier sind Fledermäuse. Hi. Hi. Au, ist ja gut. Mein Gott, der stolpert aber auch. Mann, ist ja gut. Okay, leck. Ich höre Sounds. Chartum Asylum. There should be someone there that can help. Bestimmt. Da ist bestimmt jemand. Ein Groundskeeper's House und Chartum Asylum und ein sehr schön Pumpkin. Ja, gut. Ja, hör doch mal auf, so rumzuschreien. Oh, die Musik. Ah, schön. Okay, also. Wir sind hier und gehen jetzt zum Asylum rüber. Okay. Gut, da sind ein paar verpackte Texturen, ne? Aber uns interessiert das jetzt mal nicht. Meine Güte. Groundkeepers Haus. Wir gehen erst zum Asylum. Wir wollen auf den Spaß. Das ist mit Atmosphäre echt toll gemacht, muss ich schon sagen. Wir lachen schon so. Ja, haben wir das gehört? Sie machen sich über mich lustig. Oh, das ist natürlich ein geiles Feature, ja. Okay. Hallo, ist jemand da? Hallo. Ey. Die haben die Tür dazu I can't gemacht. see anything. I need to find a light. Ja, ich auch.
Ich kann auch nicht sehen. Okay, er hat einfach die Tür hinter uns zugemacht. Ah, hier ist ein Schlüssel. Personal Sector Key. Okay. Und da ist die Flashlight. Ah, wow. Oh, du siehst ein bisschen damit, ne? Personal Sector. Ah, hier haben wir noch den Schlüssel für. Wieso leckt das ab und zu so? Das mag ich nicht. Generatorraum. I wonder what's behind that door. Ich denke mal der Generator. Das ist auch echt nice. Okay, also sieht man echt nichts. Oh, hier kann ich hin. Oh, kann ich hier mal auf Toilette gehen? Okay, da ist jemand. Aber wir gucken erstmal hier in die anderen Räume. Oh, was haben wir denn hier? Emergency Door Unlocking. Au, oh, habe ich den jetzt freigelassen? Uh-oh. Hi. Ey, Bro. Boah, das war gemein. Puh. Okay, ich hoffe mal, ich habe unsere Lag-Probleme jetzt gefixt. Mal gucken. Der Jumpscare war gerade echt nicht nett, ne? Gut, wir haben jetzt die Doors geunlockt. Das heißt, wir müssten ja eigentlich irgendwo hin können. Aber wo ist die Frage? Personaler Sektor, Cafeteria und Analytics Room. Okay, gehen wir da mal rein. Hi, schicke Bilder auf jeden Fall. Okay. Danke dafür. Buch. Buch. Kann ich nicht lesen. Cool. Auch nett, aber okay. Oh, es geht noch weiter runter. Oh nein, ich will nicht. Well. Das scheint ja nicht so gruselig zu sein. Weil es ist eine Bibliothek hier. Ey, komm. Jetzt will ich jetzt. Da wird gleich hinter was hinter der Ecke hervorspringen. Nicht? Thinking clearly. Okay. Diese Bibliothek ist mein einziger Ausweg. Es ist der einzige Ort, wo ich klar denken kann. Ja, ich brauche eine Pause. Meine Beine, sie tragen mich schon so lange. I need to spill my blood. It's too dirty. Okay, er muss sein Blut reinigen. Ja, ich muss meine Tochter töten. Sie war ein böses Mädchen. Okay, ja, definitiv klare Gedanken. Sieht man auf jeden Fall. Ah. Hi. Ah, lol. Okay, man konnte einfach rausgehen. Ich habe einfach, glaube ich, gerade was übersprungen. Okay, da kam einfach jemand auf zugerannt. Das war ja nicht so nett. Was haben wir hier noch so? Ah, Licht. Ey. Ich wollte gerade rausgucken. Schließen ja einfach die Fenster. Ich sag doch wohl bei euch. Hallo? Oh, ein Schlafzimmer. Nichts drin. Der Chef wird mir meine Zehen abschneiden. Oh ja, das ist doch schön. Der 9. September. Liebes Tagebuch. Ich kann es nicht mehr machen. Ich habe nur noch einen Finger übrig. Aber der Chef sagt mir, aber wenn der Chef sagt mir, wenn ich ihm nicht meine Finger gebe, wird John kommen und mich holen. Ich möchte nicht, dass John kommt. John ist ein böser Mann. Oh je. Okay. Dann kommt der John und hackt euch die Finger ab, wenn ihr jetzt nicht liked und abonniert. Nein. Ah, Mann.
Schmeiß doch nicht so die Sachen runter. Mach doch nicht so eine Randale, ey. Alter. Okay. Noch ein Key. Das ist der Medizinsektor. Oh, und noch einer. Das ist der die Archive. Okay, wo wollen wir zuerst hin? Ich habe jetzt gesagt, wir gehen zuerst im medizinischen Sektor. Da sind die ganzen Geisteskranken. Ich glaube, zum Generator-Key kommen wir erst ganz zum Schluss. Hi, ich bin wieder hier. Nicht nett. Jetzt kann ich da nicht mehr zurück, oder was? Oh. Okay. Da haben wir die Archive und lass mich raten, hier ist der medizinische. Nee, Patient-Sektor. Medic und erst... Ja, okay. Ich will erst den medizinischen. Nein? Medizinisch? Auch nicht? Okay, dann gehen wir erst in den Archiv. Oh. Hier ist anscheinend jemand langgelaufen. Aus den medizinischen. Ah, doch, ich kann doch hier benutzen. Ja, okay. Dann doch erst medizinischen Sektor. Gut. Damit ihr auch was seht hier, ne? Dr. Diddledo. Warden's Office. Warden? Haben wir schon damals den Warden vorausprediktet? Wieso hat er einen geheimen Keller? Hallo, bist du Diddledo? Der Manager wollte nicht, dass du das Game spielst. Ah ne, der Manager wollte nicht unser Spiel spielen. Ah. Folge dem Blut und du sollst das Ding finden, was den Manager erblindet lassen hat. Bist du bereit, unser Spiel zu spielen? Ja. Oh, Labyrinthe. Ich liebe Labyrinthe. Labyrinthe. Okay, da komme ich anscheinend nicht durch. Dann gehe ich wieder rechts. Ja, dann gehe ich ab hier rechts. Oh Gott im Himmel. Komme ich hier lang? Ja, erschreckt mich doch nicht immer so, Mann. Oh, hi. Okay, der hat mich nur einer geküsst. Gut, dann gehen wir mal in den anderen Sektor. Dann folgen wir mal dem Blut. Ja, gehen wir mal in die Archive. Okay, wir sind einfach nur dem Blut folgen. Patient 287. Patient Nummer 287. Alter 34. Geschlecht männlich. Name unbekannt. Medizinischer Zustand. Der Patient wirkt... oder der Patient kommuniziert mit imaginären Freunden. Hat eine großartige Verständlichkeit von Zeit und Realität. Aber widersetzt sich mit anderen Menschen zu interagieren oder so. Keine Ahnung. Okay, noch eine Bibliothek. Oh, ja gut, wir folgen dem Blut, ne? Wow. Das, hat mir sehr viel gebracht. Hätte jetzt passiert was. Müssen wir vielleicht da runter? Und wenn wir falsch gehen... Der war gerade noch nicht offen. Lag. Patient 287, bitte sag uns nicht, dass wir Patient 287 finden. Raum 506. Oh Gott, sie rennen. Sie fühlen. Sie versuchen. Sie, sie gewinnen. Sie schlafen. Sie hören. Sie werden vielleicht aufwachen. Sie sind hier. Sie sehen nicht. Sie brauchen. Sie sind viele. Sie laufen. Oh, warte mal. Hey, wait. Wie komme ich jetzt wieder raus?
Ey, Geist hat mich eingesperrt. Au. Oh. Hyperfun, Kevin McC. That's my favorite band. Okay. Hyperfun von Kevin McLeod. No, Raum Nummer 2. Was macht 2 direkt neben 500? Ach, diese Raumteilung, ne? Okay, haben wir hier irgendwas Besonderes? Nö. Gut. Ich nehme. Ach, ich gab ja noch keine Auffindung der 1.8. Blutspuren, Blutspuren, Blutspuren. Noch eine Kiste. Meine Zähne. Oh, also wir können ja bald ganze Bücherladen damit aufmachen. Ich wünschte, ich hätte meine Beine wieder zurück. Ich sollte sie nicht. Ich hätte sie nicht essen sollen. Ja. Ich hätte meine Arme stattdessen essen sollen. Es ist schwer, mich selbst herumzuziehen in diesem Raum. Aber ich brauche meine Arme, um mein Fleisch abzureißen. Meine Zähne können. Was? Meine Zähne können nicht alles verarbeiten. Holy what? Es wird vielleicht ein Zweiteiler, schon mal so im Voraus, ne? Aber okay. Gut, das ist anscheinend das Bad. Oh, die Dusche, ja. Sehr schönes Klo. Gut. Interessant. Dann gehen wir mal hier lang. Raum Nummer 3. Hier ist nichts, okay. Raum Nummer 4. Aha. Noch ein Buch. Ohren. Meine Zähne, Ohren. Ach, das ist auch der, der September 9 geschrieben hat, ne? Okay. Ohren. Die Schreie sind zu viel in der Nacht. Ich habe dem Doktor erzählt, ich kann es nicht mehr aushalten. Er half mir. Ich kann die Schreie nun nicht mehr hören. Es ist einfach nur schade, dass ich keine Ohren mehr habe. Ja, definitiv effizient. Oh Mann. Hi. Jumpscare? Nö? Okay. I wonder if this old jukebox will play the record. Oh nein. Ich werde, wenn wir die jetzt abspielen. Gut, spielen wir Kevin McLeod. Hey! Hast du meine Schallplatte ge... Oh nein, da ist sie. Okay. Gut. Die ist gerade ein Kriechding rumgekrochen. Nicht so schön, oder? Naja. Gut, bleiben wir erstmal auf der Etage. Wir wissen, was hier noch weiter ist. Sie müssen den Schmerz fühlen. Schmerz ist gut. Ja. Atmosphärisch sage ich schon mal 1A. Okay. Ich glaube, das ist ein Creeper. Hi. Ja, gut. Nummer 6, Nummer 5. Ei, 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 okay. Nummer 9. Wir müssen auch so welche an den Gitterstäben stehen haben. Das wäre cool. Leck. Oh, hi. Was bist du denn da am Beschwören? Oh, hi. Seid ihr irgendwas am Anbeten? Oh, ich hab ne Key. I need to get out of here. Restricted Area Key. Ah, für den Generator. Pass auf, jetzt wollen die mich alle versuchen aufzuhalten, richtig? Bestimmt. Ich werde jetzt, ist der Eingang blockiert oder so. Wenn er jetzt nicht gleich jemand uns entgegenspringt.
Woanders. Ah ja, hier. Unrestricted Area. Wir gehen jetzt in den Keller, Leute, und ihr wisst, was das bedeutet. Hier sind die ganz schlimmen Menschen. Ach, das wird schön. Ah. Da war anscheinend irgendein Ritter drin. Extraktionsraum. What? Oh nein. Oh nein. Wenn wir jetzt extra... Oh, what are you doing down here? I don't know. I got down here, the door locked behind me, and I was knocked unconscious. Oh dear. You'd better try to get yourself out. This room looks awfully dangerous. But the door is still locked. How am I meant to get out, and how did you get in? Oh, I came in here with you. No, you didn't. I never saw you. Oh, you never saw me. But I've been with you for a very long time now. Just hidden away. What do you mean? Who are you? My car crashed here 20 years ago, and I met the old manager of this asylum. He offered me a job, so I became a caretaker here. Oh, so you have a key to the door then? When I first started working here, it was dreadful. Listening to the insane cries from the patients. But the more I started to listen, the more I began to realize they were right. Oh, nein. About? Oh, nein. They told me how it was fun to kill people. Oh, nein. Suffocate them. Bitte nicht. So I tried it out. Oh, nein. You know what? Es fühlt sich gut an. Ja, ich wusste. I started with the manager. He never respected me anyway. Oh. And then the staff. And finally every patient here. They were the most fun. They understood my desires. Get away from me! I'm sorry. I can't do that. Oh nein, er wird jetzt umbringen. I can't believe you haven't realized yet. I'm you. Was? Wait, what? Warte, was? Okay, das ist verrückt. Wir waren... Okay, what? Ah, das war mal eine coole Map. Also... Props. Nice. Und am Ende mussten wir uns selber umbringen. Ja. Nice. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in einer nächsten Horrorfolge. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.